Ja, jetzt bist du auch Jetzt länger bist warten, oder? du, jetzt bist du. Bist du auch länger warten, oder? Nö. Ich kann, habe für alle Gelegenheit, weißt du, was ich meine? Ich mache das dann immer mit der Vera, also quasi Ja, du hast ja hinterlegt. irgendwelche Anstöße gegeben als Fragen. Ja, Kennwort, also nicht Kennwort, Stichwort Antipsychiatrie. Die meisten wissen gar nicht, was Antipsychiatrie ist, jedenfalls nicht unsere Hörer. Also die meisten kennen sich weder mit Psychiatrie noch mit Antipsychiatrie noch mit psychischen Krankheiten aus. Also, oder wie du es auch immer nennen willst, Absonderlichkeiten oder Besonderheiten oder. Ja, Antipsychiatrie, das war ja anfangs so mehr akademisch, so von Psychiatern zum Beispiel. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Franco Basaglia in Italien, der ja die Schließung der psychiatrischen Anstalten gewirkt hat. Da wurden die Gehörner zerschnitten bei den Insassen, damit die schön brav sind. Und die Zustände waren sehr katastrophal. Und Basaglia hat eben dann die Politik dazu überzeugt, dass die psychiatrischen Anstalten geschlossen werden müssen. Und heute ist es so, dass die Betroffenen selbst machen, diese Antipsychiatrie, wie sich das nennt. Das sind dann Betroffene, die selber die Psychiatrie überlebt haben und sich verwöhnen. Deswegen, das gibt es in Deutschland und auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, aber in skandinavischen Ländern zum Beispiel nicht. Also es gibt viele Länder, da kennt man das überhaupt nicht. Da fragt man auch gar nicht kritisch, was ist das gut, was die Psychiatrie macht. Ist das eine Selbstverständlichkeit? Da kommt gar keiner auf die Idee, das irgendwie zu hinterfragen. Was hat die Antipsychiatrie erreicht? Ich denke, so in Deutschland in den letzten 10 Jahren, so der wichtigste Erfolg war eigentlich, wo die Antipsychiatrie bzw. die Psychiatrie-Überlebenden es erreicht haben, dass die ambulante Folter nicht legalisiert werden konnte. Man hatte 2003 da so einen Versuch unternommen. Das war in Brandenburg. Also ambulante Folter, das heißt Zwangsmedikation mit entsprechenden neurotoxischen Krampfgiften, sogenannten Neuroleptika, die ja normalerweise nur in der geschlossenen Anstalt, in der psychiatrischen Anstalt den Insassen in den Körper injiziert werden. Da hatte man 2003 versucht, das zu legalisieren, dass das auch ja, quasi in der Gemeinde überall legal und gang und gäbe würde. Da hatte man dann schon Abschusszentren bereitgestellt, die nur auf die Kundschaft wachteten. Aber durch die Proteste ist es dann nicht dazu gekommen. Also da hatten die noch versucht, durch verschiedene Tricks das dann doch durchzukriegen. Zum Beispiel den Gesetzesverweis auf einen anderen Gesetzestext, sodass das dann nicht mehr so offensichtlich war. Oder dass es dann gar nicht als Zwang bezeichnet wurde, aber dann haben sie sich eben so in Widersprüche verstrickt, dass es dann letzten Endes dann doch nicht dazu kam, Gott sei Dank. Also es wäre sehr fatal gewesen, wäre es da legalisiert worden, wäre es wohl früher oder später in ganz Deutschland legalisiert worden. Also man muss sich ja auch vor Augen halten, was das bedeutet, ja. 4 bis 8 Millionen waren schon in der Psychiatrie in Deutschland. 4 bis 8 Millionen Bundesbürger, das ist unwahrscheinlich viel. Und nach der Entlassung aus der Anstalt, im Schnitt nach 36 Tagen, es kommt natürlich darauf an, wer keinen Angehörigen hat, wer allein ist, der bleibt dann natürlich. Aber im Schnitt 36 Tage. Und danach kann man dann die Neuroleptika, die ganzen Tabletten vorsichtig reduzieren und ausschleichen lassen und dann ist der Spuk vorbei. Wäre das durchgekommen, die ambulante Folter, dann hätte das geheißen, dauerhaft weiter Neuroleptika einnehmen,
Untersomnia. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Neuroleptika sind. Ja, also die Neuroleptika sind ein, vielleicht sogar das am häufigsten verwendete Mittel, um Psychiatrie-Patienten zu therapieren. Das sind Nervengifte, die das Gehirn vernichten. Es dauert Monate bis Jahre, dann ist das Gehirn zerstört. Das merkt man dann an den Bewegungsstörungen. Also früher hatte man eben dann die Schädel aufgebohrt und Nervenbahnen im Gehirn zerschnitten. Oder Insulinkoma-Therapie, Insulinschocktherapie, Elektroschocktherapie oder Wasserbäder, Eisbäder und alles Mögliche. Also da könnte man ganze Bücher vollschreiben. Und heutzutage sind es eben Nervengifte oder genauer gesagt Krampfgifte, die durch die Zerstörung des Nervensystems dann Muskelkrämpfe und unwillkürliche Bewegungen verursachen, die auch nie mehr wieder weggehen. Die Psychiatrie verspricht sich davon eben, dass die Insassen das Gehirn möglichst stark zerstört bekommen. Das ist deswegen wichtig, weil die psychiatrische Gehirnwäsche nur so sicher wirken kann. Also die Gehirnwäsche ist ja, dass den Insassen eingeredet wird, sie leiden unter einer Schizophrenie oder sie sind akut, sie haben eine schwere Manie, eine Persönlichkeitsstörung, sie sind schwer psychisch krank. Und damit die Insassen das glauben, diese Gehirnwäsche, muss natürlich auch chemisch nachgeholfen werden. Elektroschock mittlerweile auch häufiger wieder, das wird ja in großen Teil, zumindest der universitären Anstalten, auch angewendet. Also allerdings immer häufiger. Also der Hintergrund ist der, man braucht sich nur mal vor die Psychiatrie stellen und gucken, was da geschieht. Man braucht noch nicht mal reingehen, da sieht man dann die Kunden bzw. die Überlebenden, die da noch hingehen. 3 Minuten haben wir noch. Also dann sieht man, wie die unwillkürliche Bewegung haben, wie die Bewegungsstereotypen haben, Blickkrämpfe, unwillkürlich, unfreiwillig Grimassen schneiden. Also das sind ja äußerliche Zeichen, wo man äußerlich schon sieht, wie stark das Gehirn von den Nervengiften zerstört wurde. Die sterben ja auch im Schnitt 25, 30 Jahre früher. Und das ist halt so offensichtlich, dass man jetzt wieder mehr zum Elektroschock übergeht, wo die Schäden nicht so sichtbar sind. Aber Elektroschock ist eigentlich nicht weniger schädlich als die Nervengifte. Also ob es Antidepressiva oder Neuroleptika oder Elektroschock, es kommt ungefähr aufs Gleiche raus, alles zerstört das Gehirn. Gibt es Gehirnblutungen zum Beispiel in dem Gehirn und Zerstörung der Nerven durch den Elektroschock. Also das ist auch nicht weniger tödlich, das Ganze.